Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal rund um einen autoverrückten Deutschen in Miami. Es war ein bisschen ruhiger, ich gebe es zu, aber gerade so diese Corona-Monate, die haben ja nicht allzu viele Themen hergegeben. Ich habe jetzt mal wieder eins und das dreht sich unter anderem mal wieder um einen guten Freund aus Deutschland. Der ist nämlich gerade hier und zusammen mit ihm bin ich, Achtung, nicht auf einem Parkplatz, sondern in Kissimmee. Und da findet die Mecum-Auktion statt. Ganz da hinten auf dem Schild, auf dem Zelt kann man es vielleicht schon lesen. Viele, viele klassische Autos, die hier weggehen, aber auch neue Sachen, Ford GT und dergleichen. Genau deshalb laufe ich mit dem Karl, nämlich jetzt hier übers Gelände und wir schauen mal, ob es irgendwelche schönen Autos gibt, die es sich zu kaufen lohnt, damit er sie nach Deutschland bringen kann. Falls man mich übrigens mal ein bisschen dumpfer versteht, ihr seht, woran es liegt. Wir alle müssen Maske tragen und das ist auch gut so, denn wir wollen ja nicht, dass sich dieses Virus weiter verbreitet und dann die Leute sterben, die am empfindlichsten sind und ja, wir haben vielleicht nichts. Also ich möchte niemanden anstecken, deswegen trage ich natürlich ordnungsgemäß meine Maske. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem ganz gut. Tja, und wie macht man das, wenn man viel Geld ausgeben kann auf Auktionen? Dann kommt man auch gleich mit dem passenden, standesgemäßen Wohnmobil, wenn es um die Größe geht. Ja, das steht ja auf dem Parkplatz rum. Kann man machen, wenn man überlegt, dass so Dinger, wenn sie neu sind und wirklich sowas da, wirklich in einem sehr guten Zustand, sehr luxuriös, da musst du auch schon mal 800, 900.000 oder 1 Million ausgeben für sowas. Aber gut, wer kann, der kann. Da sind wir auch schon am Eingang, wie ihr seht. Mecum Auctions, the experience begins at mecum.com. Und links und rechts sind wir flankiert von diversen Oldtimern, wie ihr sehen könnt. Joi, 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 hier gibt es viel zu sehen. Packen wir es an. So, meine Lieben, und da bin ich auch. Servus. Der liebe Karl ist wieder da. Guck mal, er ohne Maske. Ich auch kurz ja, zumindest. Wir sind ja alle aus Deutschland und habe kein Corona. Nein, nein, Corona gibt es nicht in Deutschland. Nein, es gibt nirgends. Hast du schon Autos gekauft? Ja, viele. Ehrlich? Ja, ja, man muss auch wirklich aufpassen. Es ist gefährlich hier, weil es sind viele Leute da. Man muss tatsächlich mit Maske rumlaufen, weil ich glaube, da kann man sich schon was holen. Aber ich passe auf. Sehr gut. Also Abstand halten, aber dafür Geld ausgeben. Wir ja, schauen mal, was es noch hier gibt. Wir stöbern jetzt ein bisschen. Seid gespannt. Gibt es vieles. Ja, so fängt man an. So ist man bereiter, Geld auszugeben, oder? So fängt es an. Ich frage, wie es aufhört. Jetzt bin ich gerade mal in einer neuen Galerie von Mecum. Die nennt sich sogar Mecum Gallery Exposition. Also da werden Fahrzeuge ausgestellt, auf die man nicht bieten kann, sondern die wirklich direkt zum Verkauf stehen. Und da stehen dann verdammt coole Sachen, muss ich sagen. Sie haben es hier, was ich übrigens auch mal anmerken muss, schön luftig gemacht, wenn ihr darauf achtet. Das ist echt nicht verkehrt aufgrund dieser ganzen Corona-Thematik und wahrscheinlich auch Vorgaben seitens des Staates. Aber bevor ich zu der Cobra komme, sowas ist etwas, was ich persönlich absolut unbegreiflich schön finde. Wenn ihr überlegt, dass das die 40er Jahre sind und sich jemand über das Design nicht nur Gedanken gemacht hat, sondern auch über die Aerodynamik, diese fließenden Linien, einfach nur wunderschön. Es handelt sich hierbei übrigens um einen 1947er Delahaye 135 MS Figoni, Entschuldigung, Figoni e Falaschi Narval Cabriolet, also schwieriger Name, aber absolut unbegreifliches Auto. Schaut euch das Design an, da fällt einem nichts mehr ein, auch mit dieser Finne, mit dieser mittigen Finne hier hinten, wirklich, wirklich wunderschön. Schaut mal hier rein, so war das in den 40er Jahren, da hat man noch nicht ganz so viele Regularien gehabt und konnte dann einfach das bauen, das Design, was man wollte. Musste nicht an Fußgänger, Aufprallschutz oder dergleichen denken. Kleiner Schwenk über die Cobra natürlich für alle USK-Freunde. 67er 427er SC. Schön mit Sidepipes, wie sich das gehört. Ja, sehr ansprechend. Auch sehr schön. 1970er Plymouth Cuda Convertible, 440er Motor unter der Haube, wie man sieht,
Cuda 440-6, die 6 dann in dem Fall für 3 Doppelvergaser. Und das Auto, was das Auto hier so besonders macht, ist die Tatsache, dass das Seriennummer 4 ist. Fahrgestellnummer 4, das ist natürlich eine sehr krasse Geschichte. Cuda für mich, gerade der 71er, das hier ist ein 70er, eines der schönsten Autos überhaupt. Größter Unterschied zwischen 70 und 71 ist die Front. Hier ist es so, bei dem 70er, dass ihr vorne den Kühlergrill einfach so in geraden Linien habt. Und beim 71er ist es so, dass ihr senkrechte Finnen, will ich sagen, im Kühlergrill habt. Also wirklich sehr, sehr schön. Und während ich für euch die Autos suche, wird hier draußen angestrengt gearbeitet, wie man sieht. Groß überlastet. So arbeitet man hier. Jetzt sind wir am Außenbereich der Halle und hier werden die Autos dann reingefahren zur eigentlichen Auktionsfläche. Ansonsten kann man sich hier in Ruhe aufhalten und hier stehen dann die nächsten Autos in Reihe und Glied. Man kann sie sich hier zumindest kurz anschauen, wie hier 57er Chevy Bel Air, 283er. Wunderschöne Farbkombination. Bel Air, immer wieder ein schönes Auto, wenn es ein 57er ist. Ansonsten hier 70er Camaro und so weiter und so fort. Es reiht sich hier auf. Da drüben Chevelle SS 396, 70er Modell, ja Cabriolet, auch nicht so oft gesehen. Also hier ist die Bandbreite sehr, sehr groß. 57er Pontiac Star Chief, immer wieder faszinierend, wie unfassbar liebevoll damals die Autos gemacht waren in Sachen Design, wenn man hier mal schaut, diese ganzen feinen Sachen, ist schon wirklich sehr, sehr, sehr ansprechend und schön. Dann hier ein alter Ford Pickup, ich schätze mal 47, 48, mal gucken, ob ich falsch liege, 49, war nah dran, aber nicht ganz nah dran. Also die Bandbreite auf so Auktionen ist immens groß. Hier ist mal was, was ich persönlich mega cool finde, und zwar Chevy Nomad. Mega cooles Ding. 57er Modelljahr, sieht man unter anderem an den Dagmar Bumpers vorne. Und ja, einfach geil. Nomad, also nicht der normale Familienkombi mit 4 Türen, sondern in dem Fall ein Kombi mit 2 Türen, wie ihr seht. Sehr geil, trotzdem Rücksitzbank drin, umlegbar, sehr, sehr schönes Ding. Ich bin ein bisschen erschreckt bei der Auktionsvorstellung. Sie möchten nämlich, sie glauben, dass der Wagen zwischen 125 und 150.000 an Höchstgebot erreichen wird. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Man weiß es nicht, aber vielleicht ist dem ja so. Also eigentlich ein sehr, sehr cooles Auto, Camaro Z28. Das Problem an dem hier ist, und das ist halt das, wenn man relativ blind, will ich sagen, kaufen muss auf einer Auktion oder nur 2 Minuten Zeit hat. Sehr schön, wenn man sich den hier anguckt. Ja, es ist cool. 69er Modell, ja, und so weiter. Alles gut, alles schön. Man erwartet 90 bis 110.000 Euro, Dollar als Umsatz. Das Problem ist, wenn man sich dann aber Details anguckt, wie zum Beispiel hier am Dach kann man es erkennen, ist was. Hier hinten sieht man etwas Spachtel. Da merkt man dann, dass die Autos hier halt so zu 90% gut sind, aber eben nicht zu 100%. Und für so viel Geld, 100.000 Dollar oder sowas, dann muss man natürlich irgendwie auch erwarten können, dass das Auto wirklich komplett passt. Ja, und was machen wir jetzt eigentlich so den Rest des Tages? Wir laufen von Auto zu Auto und schauen mal, was es gibt, was taugt, was hergibt, wie die Qualität ist. Hier ist es jetzt mal ein bisschen ruhiger, deswegen hoffe ich, dass ihr mich etwas besser verstehen könnt als gerade. Gerade musste ich schreien, ich hoffe, es ging trotzdem einigermaßen. Hier sehr, sehr geil, 69er Chevrolet Jenko Camaro. Schweineseltenes Auto von Jenko damals, Jenko Chevrolet, umgebaut worden. Gab es nicht viele von, deswegen auch ein erwarteter Auktionspreis von knapp 350.000 Dollar. Kann man hier vielleicht kaufen, aber in Deutschland wirst sowas natürlich nicht los, das macht keinen Sinn. Dann hier Dodge Challenger Super V. Sehr geil, damals hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Neben uns ein Boss 302 Mustang mit dieser typischen Lamellenabdeckung hier hinten über der Heckscheibe. Sehr lustige Dinger. Aber es hört ja nicht auf. Mustangs, Pontiacs, Rambler American. Unfassbar, was hier rumsteht.
Hier hätte ich noch mal was sehr Cooles für euch, und zwar 71er Plymouth Cuder mit dem 440er, 3 Doppelvergasermotor. Sehr cooles Ding für mich, vor allem ist das der 71er, wie ich meinte. Der hat nämlich den Kühlergrill, den schöneren Kühlergrill für mich, mit diesen Finnen, wie ihr seht. Das Auto ist an sich wirklich gut gemacht, im Detail dann aber eben doch nicht perfekt. Aber lustiger als so liebevolle Sachen wie dieser Shaker-Aufkleber, den es damals am Werk gab und sowas. Also man hat sich schon Mühe gegeben. Man hat auch noch, ich gehe mal hier rum, diverse Dokumente dabei, wie ihr seht. Nur Kopien logischerweise hier, originale Bildsheet und so weiter. Also das Auto ist wirklich gut gemacht. Ich gehe nochmal nach hinten, um euch von hinten zu zeigen. Das Auto ist gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Aber es ist nicht perfekt und es soll 150.000 als Estimate erreichen hier auf der Aktion. Das halte ich meiner Meinung nach definitiv für zu teuer. Also wenn das Ding für 110 weggeht oder so, wäre das wahrscheinlich noch verständlich. Aber darüber, glaube ich, wäre das Auto einfach zu teuer. Wenn man im Detail guckt, sind dann eben doch einige Sachen, die nicht perfekt sind. So, nochmal einen kleinen Schwenk hier durch. 69er Mustang Mark 1, 428er SCJ, also Super Cobra Jet Jetpack, seltenes Ding. Dann hier 66er Chevy El Camino mit einem serienmäßigen 396er, auch nicht allzu oft gesehen. Also den großen Motor haben die ganzen Handwerker damals nicht so exzessiv genommen natürlich, weil sie einfach nicht mit ihrem Handwerkerauto, sondern in ihrem Handwerkerauto so einen riesen Motor brauchten. Ansonsten hier quer durch den Garten noch so ein paar andere Sachen, die eigentlich ganz nett sind. Hier Pontiac GTO Cabriolet. Hier dann, kenne ich mich nicht so mit aus, muss ich sagen, ein Ferrari 275 steht hier. 275 GTS, sagt das Schild. Sie rechnen mit 1,35 bis 1,45 Millionen Dollar. Also, dass das hier so mittendrin steht, ist natürlich auch schon mal eine Ansage. Kann man machen. Da drüben, mega geiles Ding, Plymouth Superbird, bzw. Roadrunner Superbird, Modelljahr 1970, und das Auto ist natürlich sehr cool, wenn man sich das mal anschaut hier. Die Front damals für Nesca homologiert, das gleiche galt fürs Heck, man brauchte halt 500 Fahrzeuge mindestens, um das Auto bei der Nesca fahren zu können, also Straßenautos mindestens 500, und in dem Fall hat man sich dann an den Straßenautos sowas ausgedacht, wie diese famosen Spoiler. Also schon eine verrückte Sache. Und damit sind wir dann im eigentlichen Auktionsbereich. Könnte jetzt hier stundenlang mit euch durchlaufen, denn es ist wirklich absolut unbegreiflich, wie viel, wahrscheinlich sogar tausende Autos hier immer stehen. Und erstaunlicherweise, und vielleicht ist das auch Corona geschuldet, sind da relativ viele dabei, die kein Mindestgebot haben, die also wirklich, ja, das, was geboten wird, dafür gehen sie dann weg. Auch sehr lustig, BMW 2002. Cooles Ding. Sogar ein TI, glaube ich. Tatsächlich. Cool. Während der liebe Karl gerade ins Auto läuft und sich das Auto anguckt, Kleinigkeit für alle, die sich mit Corvette der zweiten Generation nicht ganz so auskennen. So, Maske habe ich mal abgenommen, da versteht ihr nicht besser. Nur das 63er Modelljahr der zweiten Generation hat diese geteilte Heckscheibe. Also alle davor und alle danach dann hatten eine durchgehende Heckscheibe, und das macht die 63er deshalb
sehr, sehr selten und deshalb auch gefragter in Sammlerkreisen. Und erster Eindruck? Die ist gut, macht einen guten Eindruck. Genau, ich wiederhole mal für euch, weil er die Maske auf hat. Die ist gut, macht einen guten Eindruck. Hier haben wir dann nochmal was mega seltenes. Okay, auf den ersten Blick 68er Ford Mustang GT Cabriolet. Aber was das Ding hier wirklich besonders macht, ist, unter der Haube ist ein 428er Ram Air Motor. Da gab es nur 26 Cabriolets, die diesen Motor verbaut hatten 1968. Also auf den ersten Blick recht unscheinbar, aber auf den zweiten Blick was ganz Besonderes und auch gut motorisiert. $180,000, $190,000, $200,000, 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 $200,
jetzt sind wir momentan in einer der Hallen, wo noch besondere Modelle ausgestellt sind, wie zum Beispiel ein aktueller Ford GT, dahinter die Vorgängergeneration 2005 bis 2006 gebaut, da drüben auch sehr cool Studebaker. Ich bin ein großer Studebaker-Freund, beziehungsweise ich besitze selbst einen Mustangs bis zum Abwinken. Sehr schön, Boss 429, Boss 302. Meine Güte, ja, die beiden Plymouth, Superbird, immer noch mega. Schaut euch mal den Heckflügel an, wunderbar, kann man machen. Mercury Cougar. SC Rambler, der Hot Rod, meine Güte, eine Riesenauswahl an coolen Autos. Hier schön ein Chrysler 300B mit 354er Hemi-Motor, Chevy Camaro, Ford Thunderbird der ersten Generation, Mustang Cabriolet. Hier so eine leicht modifizierte Corvette der zweiten Generation. Da ist nicht mehr viel Original. LS3 Motor unter der Haube mit 525 PS, 5-Gang Schalter. Alte Mustang Rennwagen, also diverses anderes Zeug. Ja, dann nochmal ein schöner Chevy GT 350, der gerade in die Halle zurückgefahren wird. Sagen wir mal, eine sehr klassische Farbe an diesem 57er Thunderbird, aber ja, man muss ein gewisses Selbstbewusstsein haben, glaube ich, denn das hier ist auf jeden Fall ein Dusk Rosé, wie sich die Farbe nennt, und die ist dann doch schon nicht allzu männlich. Also wenn man Mann ist und vielleicht ein bisschen auf das Auto mag, wird man wahrscheinlich nicht diese Farbe wählen, aber cool ist es auf jeden Fall, weil es passt einfach zum Design. Na, wer kennt von euch noch Smokey and the Bandit, ein ausgekochtes Schlitzohr? 77er Pontiac Trans Am SE. Und daneben war dann gerade diese schöne Lackierung, die Streifen, die typischen. Das war halt das, was dann den Wagen eigentlich auch ausgemacht hat. Der hier sieht extremst original aus, extremst gut vom Zustand, inklusive des Hood Decals, wie ihr seht. Es ist echt unfassbar, wie viele Fahrzeuge hier stehen. Man weiß gar nicht, wo man so hinschauen soll. Es ist auch schwierig, sich da Sachen rauszusuchen, muss ich sagen, weil es gibt dann doch wirklich so viele coole Sachen, dass es am Ende dann ein Video wird, was viel zu lang ist. Hier, Bronco, nicht original, aber irgendwie sehr geil. Luftfederung, dementsprechend liegt er auch so tief auf der Straße. Was ich sagen muss, ist, die Anzahl der Fahrzeuge ist nicht unbedingt weniger als auf anderen Auktionen, auf denen ich war. War ja schon auf Barrett-Jackson-Auktionen, jetzt Meekum hier. Aber die Anzahl der Leute aufgrund von Corona ist deutlich weniger, was aber ehrlich gesagt ganz angenehm ist. Denn Ellbogen an Ellbogen möchte ich jetzt zur Corona-Zeit auch nicht sein. Ford F1, habe ich glaube ich schon gezeigt, der stand in der Schlange. Ja. Corvette der ersten Generation, Studebaker Avanti, Pontiac Catalina, Dodge Charger RT, Olds 442, Challenger mit Sixpack, Charger 500, Custom Pontiac Chieftain, dann hier mal was ganz Altes, weiß nicht was es ist, ehrlich gesagt, ein Cadillac, 31er Cadillac, was haben wir denn noch alles hier, Corvette zweite Generation, noch ein Camaro, Corvette der sechsten Generation, zweite Generation Corvette erneut, aber Custom, also modifiziert.
hier auch modifiziert, 59er Chevy Impala. An dem kann ich euch nochmal zeigen. Der hat somit die geilsten Heckflossen meiner Meinung nach, das Modell ja 59, denn das sind Batwings, nennt man die. Da liegen die, wie ihr seht, fast flach. Hier Mark 1 Crawler, der für relativ viel Geld weggegangen ist, ich glaube 46.000, was mich sehr erstaunt, denn auf dem Markt findet man die auch für weniger. Wenn ich so normal auf den Markt gucke, da kosten sie dann irgendwie, ja, ich sag mal 35.000, findest du schon gute Autos. Da ist das ein sehr viel höherer Preis, als ich erwartet hätte. Ja, von einem Filmauto zum nächsten Filmauto, in dem von das Batmobil. Liebevoll gemachte Replik. Oh, schön, mit vielen Details. Also auch sehr cool. Mit der Zulassung vielleicht eine relativ schwierige Geschichte, aber in Deutschland zumindest, hier nicht. Aber sehr cool, sehr lustig. Was hier in den Zelten wirklich ganz bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass man Autos hat, die kosten 30, 40, 50.000 Dollar und dann hast du mittendrin sowas hier stehen. Ein 65er ISO Griffo A3C Bizzarini und der hat ein vermutetes Höchstgebot von 1 Million bis 1,3 Millionen. Ist viel Geld, kann man nicht anders sagen. Dann macht man jetzt den Schwenk hier rüber und da steht was, was ich persönlich noch nie gesehen habe. Und zwar ein, jetzt muss ich ablesen, 65er Shelby De Tomaso P70 Can-Am Sports Racer. Und der hat ein vermutetes Höchstgebot von 2 bis 2,5 Millionen Dollar. Das steht dann hier einfach mal so frei zugänglich in den Zelten rum. Hier dann mal was für alle Marty McFly Zurück in die Zukunft Fans, nämlich ein 81er DeLorean. Was das Auto so besonders macht, wenn ihr mal schaut, der hat gerade mal 516 Meilen gefahren, also weniger als 1000 Kilometer. Das ist natürlich nicht schlecht. Man hat hier echt Zelte, soweit das Auge reicht. Alles voll mit Autos, die zur Versteigerung stehen. Draußen stehen dann auch noch welche. Da braucht man auf jeden Fall Zeit, ein gewisses Basiswissen, will ich sagen. Und natürlich am Ende das nötige Geld, denn das braucht man natürlich auch. Was ich nicht ganz vielleicht habe, aber es ist trotzdem immer ganz nett, auf jeden Fall hier rüber zu laufen, vielleicht mal mitzubieten. Im Namen von Karl, beziehungsweise Karl bietet. Wir reden vorher drüber zum Beispiel. So ist das halt. Auch ein sehr cooles Auto, für mich zumindest, denn das ist so quasi die Ford-Version des Chevy Nomad, also des zweitürigen Kombis. Wie ihr seht, der hat zwei Türen, heißt Ford Ranch Wagon, ist ein Modelljahr 59, nicht ganz original, wenn ich mir so die Felgen anschaue. Interieur ist auch ein bisschen was anderes drin. Aber was ich an denen immer schön fand, ist dieses Raketenzeitalter, was aufkam, dieses zum Mond fliegen, was dann irgendwann mal aufkam, also dieses Space, wie sagt man, Space Age, Space Race, wie man noch sagen will, das sieht man so an diversen Details. Hier so diese Flugzeugelemente oder auch hier die Rückleuchten bei dem Auto, die wirklich daran erinnern, da könnten auch ja Abgastriebwerke von einem Jet sein. Ja, meine Lieben, das war's dann soweit auf jeden Fall von mir mit einem neuen Video. Nicht aus Miami, aber zumindest aus Florida. Diesmal von der Meekam Auktion in Kissimmee. Der liebe Karl, den durfte ich begleiten. Der hat hier das ein oder andere Auto gekauft. Welche, da müsst ihr euch natürlich überraschen lassen. Die werdet ihr dann entweder auf seiner Webseite finden oder auch so natürlich in seinem Social Media Bereich. Ich sage auf jeden Fall wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch bitte. Meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr seht, wann Videos wirklich auch online gehen bei mir. Ist nicht allzu oft, aber es lohnt sich, glaube ich, zumindest in den meisten Fällen. Ich sage danke und wir sehen uns hoffentlich alsbald wieder auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Bleibt gesund, bis bald. Ciao.